So holst du noch mehr aus veganem Protein heraus. Da pflanzliche Proteine in der Regel schwerer verdaulich sind und sie häufig einen Mangel an bestimmten essentiellen Aminosäuren aufweisen, ist ihre Proteinqualität im Vergleich etwas geringer. Ein aktuelles Studienreview kommt zu dem Schluss, dass die geringere natürliche Proteinqualität durch drei Faktoren ausgeglichen werden kann. Eine erhöhte Proteinzufuhr insgesamt, die Kombination verschiedener Proteinquellen, um das Aminosäurenprofil auszugleichen und die Anreicherung veganer Proteine durch spezifische Aminosäuren in freier Form. Die Aminosäuren, die bei pflanzlichen Proteinen die Qualität limitieren, sind fast immer Lysin oder Methionin. Samen und Getreiden fehlt es meistens an Lysin, wohingegen es Kartoffeln und Hülsenfrüchte meistens an Methionin mangelt. Wenn man Getreide oder gar Samen mit Hülsenfrüchte oder Kartoffeln kombiniert, gleichen sich diese Defizite teilweise aus. Der Faktor der geringen Verdaubarkeit lässt sich dadurch ausgleichen, dass man isolierte Pflanzenproteine aus Proteinpulver verwendet oder etwa 20% mehr Gesamtprotein am Tag zu sich nimmt.